Hallo meine lieben Zuschauer und damit sage ich es wieder einmal. Willkommen zurück zu einer neuen Episode mit Dynamo Dresden. Wir haben endlich den allerersten Punkt geholt in der Liga nach 5 Saisonspielen und waren vor allen Dingen schon die überlegene Mannschaft, was Ballbesitz angeht, aber auch die Schüsse. Es gab nicht viele Highlights, die gezeigt wurden. Man sieht auch nur 2 Schüsse gegen aufs Tor. An sich waren wir auch nicht wirklich gefährlich, aber halt nur nicht im letzten Drittel. Ne? An sich, wir haben uns viele Chancen herausgespielt, die anscheinend größtenteils nicht sehr gefährlich waren oder von Gefährlichkeit geprägt waren. Aber ist auf jeden Fall eine bessere Leistung, defensiv vor allen Dingen. Nur ein Tor kassiert nach dem Eckball. Gut, ärgerlich. Klar, wir hätten das Spiel gewinnen können. War eine Riesenchance. Nur, man muss darauf aufbauen und darf nicht vergessen, unsere Mannschaft ist natürlich jetzt auch nicht gerade mit großen Moralpunkten gebettet. Bei solchen Leistungen in den letzten Wochen. Natürlich verständlich. Und ich sehe, Kreuzer ist verletzt. Für wie lange? 6 bis 9 Tage, okay. Ist jetzt nicht allzu lange, aber wird wohl schwer, dass er gegen Bochum spielen wird. Ja. Vor allem damit, oh, wie ich sehe, eine englische Woche haben, ausnahmsweise mal. Schubert, Heiß und Wiegers mit der besten Trainingswoche. Die beiden Keeper. Osman. Komm schon, Junge. Ist ein guter Spieler. Er zeigt das auch mal im Training. Oh, und dann der HSV. Uiuiui, das wird happig. Und dann nur 5 Tage später, was auch schon gefühlt eine englische Woche ist, gegen Magdeburg. Also von Sonntag auf Freitag. Und nach Magdeburg kommt dann eine englische Woche, okay. Da will ich auf jeden Fall versuchen, noch bis dahin einige Punkte zu sammeln. Wir brauchen ja eine gute Basis. Vor allen Dingen will ich jetzt nicht meinen Vorstand hier ins Schwitzen bringen. Was bestimmt bislang tue, denke ich mal. Sie haben auf jeden Fall andere Erwartungen. Zwar nicht den Aufstieg, aber ein bisschen mehr als den Abstieg, als Tabellenletzter. Ach, und Bochum ist ja auch Tabellenführer, also das macht es nicht gerade einfacher. Das macht es nicht gerade einfacher. Dann müssen wir auf jeden Fall mindestens so spielen wie gegen Darmstadt. Und dann das Wochenende darauf gegen den HSV. Da muss auch nicht viel zu sagen. Mit Köln natürlich auch von individueller Qualität her das Maß aller Dinge der Liga. Auch wenn die bislang hier ein bisschen Probleme haben. Aber immerhin jetzt 6. 9 Punkte ohne Niederlage noch. Von daher ganz gut. Bochum mit 13 Punkten nach 5 Spielen. Freut mich, ich mag Bochum auf jeden Fall. Die würde ich auch mal super gerne wieder in der ersten Liga sehen. Luis Felipe muss bestimmt wieder zahlen, will ich aber nicht. Auch nicht. Oliver Hein, zu alt. Nein. Alex Mazzucatov wird schon gescoutet, denke ich mal. Zachary Broll Jean. Da habe ich gar keine Informationen. Also auf jeden Fall scouten ihn auch. Thiago Martins. John da. Nathan Phillips. Komm. Dribbling zwischen 13 bis 20. Ich hoffe, dass er hier 20 hat. Ne? Schnelligkeit 17, Flair 18. Das wäre was. Für den Preis würde ich es auf jeden Fall kaufen. Ich glaube, waren irgendwie maximal 230.000 oder so. Przemysław Wiśniewski. Nein. Für einen Innenverteidiger viel zu wenig Deckung. Wie viele denn noch? Meine Güte.
faul sind meine Scouts auf jeden Fall nicht. Na gut, das reicht jetzt mal. Gut. Kann man immer peu à peu die ganzen Spieler hier durchgehen. Nur jetzt, da Kreuzer natürlich fehlt, ist die Sache, ob wir Valkvist wieder auf die rechte Seite beordern oder es irgendwie anders probieren. Weil ich würde halt schon gerne mit Linus in Innenverteidigung jetzt spielen. Abwehr nicht wieder irgendwie abändern. Aber gut, wenn man dazu gezwungen wird, mehr oder weniger. Und ich werde ihn auf jeden Fall nicht spielen lassen. Auch wenn es jetzt möglich wäre. Himmelein ist halt Linksverteidiger. Heise kann es auch recht, aber rechts aber nicht so gut. Dann machen wir es so. Valkvist geht wieder auf seine Stammposition. Ballas in die Innenverteidigung. Dafür. Nee. Yannick Müller. Stimmt, wir haben noch. Wir haben noch Yannick Müller. Meine Güte. Ich spiele jetzt mal Ballas mit Yannick Müller. So. Da ist Müller in der Defensive auf jeden Fall besser. Auch vor den Schlüsselattributen bestimmt. Deckung, ja, Kopfballtechnik nicht. Tackling auch nicht, okay. Passen, ja, gut. Flair nicht. Als Nervenstärker, ein gutes Stellungsspiel, schneller. Ja, da gefällt mir Yannick Müller schon besser. Starten wir mal heute mit ihm. Und wieder die Abwehr. Stark verändert. Aber den Rest will ich erstmal so lassen. Lukas Rus hat mal wieder ein Tor geschossen. I hope, dass die es ganz gut machen werden heute. Sehr gut. Schön motiviert, die Jungs. Puh, 2 Punkte werden es. Nur nach 6 Spielen, wenn wir unentschieden spielen. Das wird eine harte Nummer gegen Bochum. Bin mal sehr gespannt, was wir heute zeigen werden. Abdullah sehr schön raus auf Duljevic und der köpft einfach mal irgendwo hin. Thomas Eisfeld, Sydney Sam, oh. Und Schubert. Was hat der Duljevic gemacht? Wohin köpfst du, Junge? Was war das denn? Interessant auf jeden Fall. Ach, ein Moment. Der ist ja jetzt kein ballspielender Verteidiger. Das machen wir zum normalen. Domic kann es schon besser. Dann mache ich es ihm zum ballspielenden Verteidiger. Sehr gut. Der kann es auch, wie man sieht. Von Eingewöhnung ist. Kann er es. Heise. Sucht Röser. Ja, ich spiele erstmal so. Riemann. Röser. Röser. Was für ein Torwartfehler von Manuel Riemann. Okay. Wir schießen das 1-0. Durch, ja. Vorlage von Manuel Riemann. Dankeschön. Danke. Ja, das gefällt mir. Gerne wieder. Und der nächste Vorstoß von uns. Aber im Keim erstickt. Romelar gewinnt Kopfballduell. Benatelli mit einem. Leider mit einem Ballverlust. Sam wieder mit viel Platz da draußen. Kommt schon, Jungs. Oh, schöner Schuss. Schöne Parade. Valkvist vielleicht mal ein bisschen verteidigen heute. Mir scheint, der Sydney Sam hat ein bisschen zu viel Platz da draußen. Vom Gefühl her. Und Sydney Sam ist für mich halt ein sehr guter Spieler. Ebert treibt den Ball nach vorne. Duljevic. Ball nicht optimal. Egal. Heise. Geblockt. Und Chu Yong Lee mit dem Konter. Jetzt ist er zur Stelle. Der Valkvist. Schön. 10 Minuten gespielt und gefühlt schon so viele Highlights wie im letzten Spiel. Noch 90 Minuten.
Zelotti. Wow, Schubert wieder sehr gut. Die Bochumer, die drücken. Ganz klar. Keine gute Grätsche. Eisfeld. Mit der nächsten Gelegenheit. Gibt uns doch mal eine kurze Pause, Jungs. Dulevic. Ordentlicher Freistoß. Konzentration. Warum sind die überfordert? Ich will halt nur ein bisschen motivieren. Oh, Losilla, schon wieder nach dem Eckball. Was machen die Jungs da hinten immer? Haben die schon mal was von Zuteilung gehört? Das kann doch nicht wahr sein, dass sie immer gegen Tore nach Ecken kassieren. Jungs. Ja, klar. Doppelschlag. Ist klar. Doppelpack von Lozilla, ne? Ja. Ach, Jungs, komm. Kommt schon. Das ist wieder so ein Spiel wie davor, die Wochen. Chung-Yong lief fast mit dem 3-1. Okay. Vielleicht ein bisschen weniger pressen. Ja, blöd, wenn man das macht. Nachdem man zwei Tore kassiert hat. Aber es hatte eigentlich vor, ich glaube, nach dem Eckball, der zum 1-1 führte, das zu machen. Dann fiel er das Gegentor. Dann habe ich mich geärgert und ich fiel das zweite Gegentor. Dann habe ich es vergessen. Kommt schon, Jungs. Ein bisschen mehr Mut. Ihr könnt's ja. Habt ihr ja auch gezeigt gegen Darmstadt. Und die Fähigkeiten habt ihr auf jeden Fall. Also da braucht man ja nichts zu sagen. Warum ist Ebert ängstlich? Der hat so viele Bundesligaspiele auf dem Buckel. Der Junge. Ebert geht raus, Röse auf die Flügel und Kone. Soll mal wieder seine Schnelligkeit ausnutzen. Ihn mache ich, glaube ich, zum... Ich wollte eigentlich zum kompletten Sturm machen, aber da er so schlecht kann. Ob er das kann? Was ist denn individuell? Ja, vielleicht zum pressenden Stürmer. In seiner Schnelligkeit kann er natürlich gut gegen anlaufen. Nur sollten wir dafür ein bisschen offensiver wieder pressen. Ansonsten macht das keinen Sinn. Und höher stehen, bisschen mehr Risiko, muss sein. Das Feld allgemein enger machen und nicht so weit auseinanderziehen. Das war ein sehr guter Freistoß, das hatte viel Effekt. Hat mir gefallen. Dulevic, komm schon. Röser auf den Flügel. Sieht Kone, du machst das 2-0. Nein, du machst es nicht. Freistoß, was? Warum Freistoß? Ach, für uns, okay, ja gut, dann gerne. Domic, mach ihn. Egal. Guter Start in die Halbzeit, in die zweite Halbzeit. Dieser Zuruf hilft irgendwie immer. Wie man sieht.
Werde kreativer, okay. Werde kreativer, okay. Das war aber gerade eine sehr schöne Körperdrehung von Kuni. Benatele Kuni! An den Pfosten, an die Latte, ja. Ah, Mist. Abseits. Oh, ich wollte schon sagen hier. Hattrick von Lozilla, das wäre ja schon beachtenswert. Und sehr ärgerlich für uns. Komm, greif ihn an. Sehr gut. Angreifen. Hm. Was war das denn für ein Pass? 250 Meter passt auf Sydney Sam. Weltklasse. Leider. So, jetzt wieder ein bisschen offensiver spielen. Abdullah war von beiden der Schlechtere, also verglichen mit Benatelli. Somit kommt Ausmann wieder rein. Jetzt, wobei, nee. Ja, zurücknehmen. Taktik. So, Horvath kommt rein. Ah, da war es eine Treckerrister, genau. Eine zentrale Stürmerposition. Der Rest der Mannschaft musste für ihn verteidigen. Nee, das ist nicht so meins. Wir sollen ja auch angreifen. Damit passt das gerade nicht so ganz. Der Treckerrister ist also gefühlt der Spielmacher von alten Zeiten, der halt nur für die Offensive zuständig war. Oh, das sieht, ihr kriegt gerade Abdullah die gelbe Karte und geht direkt raus. Gut getimt. Jetzt will ich mal hier ein direktes Passspiel. Habe ich schon, okay, gut. Ganz vergessen. Abseitsfalle. Wir haben uns aber auf jeden Fall gefangen. Sieht man auch in den Statistiken. Wir spielen deutlich besser. Da kann uns niemand sagen, dass wir uns nicht verbessern. Aber ich würde trotzdem gerne noch was ändern. Vom Erich Berko für Röser. Mal frische Kräfte. Ja, der ist auch schnell. Könnte er gut ausnutzen. Aber auf der rechten Flügel, weil Stuljovic halt, wie gesagt, links halten möchte. Offensiv. Die beiden auf Angriff. So. Suarez, Schubert wieder mit einer Weltklasse-Parade. 10 Schüsse aufs Tor. Also unser Keeper heute, überragend, der Junge. Das wird wohl die letzte Chance sein. Schlechter Freistoß. Ah, das war's. Wir konnten leider den Patzer von Riemann nicht in Gänze nutzen. Nun ja, wir verlieren 2:1 wieder denkbar knapp. Doppelschlag von Anthony Dosilla in 2 Minuten das Spiel komplett gedreht. Trotzdem, es gab viele gute Aspekte. Von daher darf man die Mannschaft jetzt nicht zu hart beziehungsweise zu hart mit denen umgehen. Es war der Tabellenführer. Die haben jetzt gerade den 5. Sieg im 6. Spiel. Für uns sieht es nicht so gut aus. 1 Punkt nach 6 Spielen. Aber die letzten beiden Partien machen Hoffnung auf mehr. Auch wenn wir heute natürlich viel zugelassen haben. Aber wie gesagt, das war ein Auswärtsspiel gegen guten Gegner. Ja. Na gut. Das war's dann von heute. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Heimspiel gegen den HSV. Seid gespannt. Ich bin's auf jeden Fall. Bis dann. Ciao.